Florian, herzlichen Glückwunsch zum deutschen Meistertitel. Du hast dich da in voller Form gezeigt. Wie zufrieden bist du derzeit mit deinem Fitnessstand? Oh, doch, eigentlich schon sehr zufrieden. Wir haben ja schon 4-5 Wochen Lehrgänge hinter uns gehabt mit der Nationalmannschaft, wo es teilweise nicht ganz so gut lief. Und von dem her bin ich eigentlich überrascht und auch glücklich, dass so gut gelaufen ist, die erste Halbzeit, sage ich mal. Was für Schwerpunkte hast du denn in der Sommervorbereitung gelegt? Wir haben vermehrt nochmal Schwerpunkte auf den Schießstand gelegt, auch mental darüber fit zu werden. Und ich denke, das ist uns mittlerweile jetzt schon ein Stück mehr gelungen als letztes Jahr. Und von dem her bin ich positiv überrascht, wie es jetzt gelaufen ist. Und freue ich mich schon auf den zweiten Teil. Was gibt es da für Möglichkeiten für einen Athleten, sich mental auf eine Sache mehr einzulassen? Was für Schritte habt ihr? Seid ihr gegangen? Ja, es ist schwierig, soll ich das erklären? Man muss halt einfach bei jedem Training konzentriert immer dabei sein und vielleicht auch nicht allzu viele Schüsse machen, sondern eher gezielte Schüsse und dafür konzentrierter und ja, einfach konzentrierter mit dem ganzen Training umgehen. Jetzt stehen ja auch die Olympischen Spiele an. Da ist die Wettkampfstrecke relativ hoch gelegen. Habt ihr jetzt in der Sommervorbereitung auch schon vermehrt Höhentraining gemacht? Ja, wir waren in Davos in der Schweiz und in Bormio in Italien, was beides über 1600, 1700 Meter gelegen ist. Wir werden dann im Oktober nochmal in die Ramsau gehen, wo auch mehr Höhe ist. Und ja, von dem her haben wir auch schon die Strecken ein bisschen intus, weil sie doch sehr glücklich sind, sage ich mal, in Sochi, und das haben wir auch vermehrt trainiert und ich denke, da sind wir dann gut vorbereitet. Du hast in deiner ersten Weltcup-Saison absolut aufhorchen lassen, in der letzten Saison vielleicht nicht ganz dran anknüpfen können. Was hast du dir für diese Saison vorgenommen? Für diese Saison ist natürlich das große Ziel Sochi, da dabei zu sein und ja, eventuell sogar auch der eine oder andere Start dann dort, und ja, ansonsten muss man sehen, wie der Saisonstart verläuft und alles mitnehmen, was natürlich geht.